herzlich willkommen zur 161. Folge Workers and Resources of the Republic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Raus, rein. Das ist genau falsch schon, ne? So bräuchten wir es eigentlich. Oder raus nach oben. So könnten wir es auch machen. Den. Das heißt, Verbindungsstraße nach oben. Funktioniert hier nicht. Das Kraftwerk hier genau falsch rumsteht. Hier geht es. Da geht es. Und hier. Raus, rein. Da müsste raus und da oben rein. Da rein. Das ist verkehrt, das heißt, den bräuchten wir schon tatsächlich so rum. Ob wir da mit der Straße noch denn vernünftig rauskommen? Das ist erstmal so, das ist erstmal so. Ja, aber jetzt die Straße hier. Straße bauen. Und dann versuchen wir hier irgendwie mit dem Rohr rauszukommen. Okay. Das ging einfach als gedacht. Setzen. Hauen wir den mal da hoch und hauen dann eine Querverbindung hier rein. Dann da rauskommt. So. Aber das lassen wir noch nicht bauen, weil das kostet richtig und das können wir im Moment nicht. Ein Konstruktionsbüro ist fertig.
arbeitet oder keine Baufahrzeuge. Wo arbeitet ihr denn dran? Ihr habt noch eine unvollendete Straße. Die Fördermaschine und die Rohstoffe beladen. Ja, okay. Und diese Straße hier. Also ihr habt eigentlich fast nichts mehr zu tun. Jetzt da trotzdem noch eine Verbindungsstraße rein, auch wenn es nicht so schön aussieht. Da gucken wir mal. Und dann können wir eigentlich mal schauen, dass wir von hier unten was haben wir denn hier? Das, den größten Bus, den wir brauchen, den haben wir haben. Na, den kaufen wir eigentlich nicht. ...85, 45, 135... ...128, das ist immer noch der hier. Start. Dann können diese hier mit 100 Leuten schon mal anfangen zu arbeiten und können das Uran schon mal voll machen. Eigentlich bräuchte ich noch eine Rohstoffentladung, ne? Und jetzt ist doch die hier. Rohstoffentladung. Brauchen halt mal ein Fahrzeugdepot, wo wir uns die ganze Geschichte mal einkaufen können. Du willst auch losfahren, habe ich gesagt. Hol das von den Zugplattformen ab. Arbeiter und Passagiere, die auch da runter wollen. Du kriegst den Arbeiter nicht los, oder was? 2,7. 2,7 ist zu wenig. Depot für Straßenfahrzeuge. Relativ zentral und relativ nah an der Tankstelle. Wo haben wir denn hier Tankstelle? Da ist eine Tankstelle und da ist auch relativ zentral. Thank you.
Feuer. Das Krankenhaus. Da kommen sie. Da kommen sie. Einen Todesopfer müssen wir beklagen. Zwei Todesopfer sogar. Leider Gottes sind wir zwei Leute zum Opfer gefallen. Hier Stau auf allen Ecken und Enden. Wie die das hier raussaugen, wenn hier Vollgas ist, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, das war's. Können nach Hause gehen. Tut mir leid für euch, aber ihr müsst nach Hause. Okay, dann geht es weiter mit unserem Tourismusgebiet. Fertig. Erledigt. Alles dran. Und jetzt sollten die Touristen hier zufrieden sein. Und damit sollten unsere Einnahmen auch auf 1,4 Millionen. Ohne Probleme steigen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ihr seid dabei. Ihr seid hier dabei. Ihr seid da dabei. Daran wird gebaut. Oh, guck mal an. Wir können hier wieder Stahl verkaufen. Haben wir über 50%, war? Sehr gut. So, diese ist arbeitslos oder was? Na, nicht ganz, aber fast. Aushelfen. Dürft auch aushelfen. So, dann wirst du als erstes ein Straßenbauer. So einer bist du. Roller. Oh,
Asphalt fährt ja. LKR, Bus. JE300 offen. Den haben wir gar nicht mehr. Oh. Kein Geld mehr. Quelle für Arbeiter. Könnt euch von da aus holen. Ja, aber wir brauchen halt LZ offen. Ihr dürft alles bauen. Und ihr dürft euch alles dazu holen. Mehr dazu. Wir haben ganz schön was zu tun. Okay. Aber wir brauchen Geld. Nicht zu knapp. Also wirklich nicht zu knapp. Aber dann können die hiermit unterstützen. Dann brauchen wir als nächstes Kipper für Kies und Asphalt. Definitiv. Kies und Asphalt. Wo du bist. Fertig, weil Ziegel fehlen. Von wo kommen die denn? Da kommen die Ziegel. Dann sollen sie das noch fertig kriegen. Können wir da schon mal die vier Kipper holen? Du hast nicht genug der Ziegel dabei, ne? Ja, das ist ja praktisch, da kannst du gleich davon tanken. Da kommt der Ziegel. So, jetzt fehlt uns im Endeffekt nur noch Arbeiters. Wie arbeiten geht. Und zwar mit 7 Leute. Mit auf der Baustelle. Das ist sehr gut. Da freue ich mich. Gar nicht. Die haben nur Eisenerzmangel. Das Ding soll fertig werden. Tourismusgebiet. Sieht ein bisschen trostlos aus.
ein paar Pappeln reinpflanzen. Und jetzt macht das Fahrzeugdepot da oben für dich. Vielen herzlichen Dank. So, das heißt, wir brauchen einen offenen LKW. Nee, nicht für Uranoxid. Uranerz. Uranoxid. 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 Kipper, Uranerz. So, 4, 16, 13, 7, 9, 12, 12, 12, 11, 16. Upsala, 4. So, du bringst das da. Nach da. Nach da. Nach da. Start, Start, Start und Start. Getankt haben sie alle. Dann kommt man hier hoch. Da kommen sie. Okay. 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 So, jetzt können die vier das hier ganz gemütlich voll machen. Wenn sie voll sind, entladen, warte bis entladen, entlade, warte bis entladen, so, entladen, warte bis entladen, so, warte bis entladen. Oh, du bist da. Okay. Wir lassen jetzt das erstmal voll fahren. Dann kaufen wir nochmal 2, 4, 6, 8 Stück. Das hätten wir auch anders machen können, ne? Wir brauchen hier eh dann zwei. Wir setzen mal zwei Vertriebsbüros hin. Kümmert euch darum. Dann schickt mal die da wieder weg. Obwohl aber die Vertriebsbüros. Nee.
Machen wir nicht. Wir machen das so, wie ich das vorhatte. So, das jetzt hier gemütlich voll machen. Dann fahren sie da rüber. So. Das Uranoxid muss dann hier. Wir brauchen doch die Vertriebsbüros. Macht das mit Vertriebsbüros. Weil sonst parken die hier voll und können wir nicht mehr abholen. Das wäre auch schlecht. Habt ihr überhaupt noch was zu tun hier? Bauen wir irgendwelche Hotels. Okay, schon erledigt. Ja, dann macht mal weiter. Dann macht die Hotels hier unten fertig. Die kümmern sich. Die wird sich auch drum gekümmert. Ja, es ist alles vollkommen in Ordnung. So, und dann kommen hier. Solarpanelsinn. Angenehme drei Stück. Da können Sie sich dann auch noch drum kümmern. Vielleicht kriegen wir hier oben drüber noch drei mehr. Ja gut, da weiß ich noch nicht, ob ich den Strom hier rausbekomme. Das lasse ich nochmal sagen. Oder wir bauen die hier hin. Können wir uns das hier noch sparen. Vier Abstand zur Straße. Bauen wir nämlich hier hin. Zack, und hier auf die Rückseite das gleiche Spielchen nochmal. Aber da kriegen wir es auch nicht hin. Weil wir hier einen kleinen wenig noch planieren müssen.
Wir haben hier hinten kein Sprit mehr. Ne, haben keinen Sprit mehr, dann ist egal. Schönes Ding. Richtig schön vernünftige Stromproduktion. Dann kann das hier alles hier weg. Die hinten brauchen Hilfe. Ihr sollt die Dinger hier bauen. Damit die hier Gas geben können. Damit die hier auch unterstützen können. Die unterstützen jetzt hier schon mit dem Bau. Okay, das ist ja. Ziegel und Stahl. Wo ist der Stahl? Es kann doch nicht sein, dass die es nicht gebacken bekommen, hier mal rechtzeitig, mal schnell ein bisschen Stahl zu liefern. Okay, kommen sie doch. Das ist doch daneben. Gut, Ziegel verstehe ich, die sind weiter weg, aber der Stahl ist daneben. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.